Also der Spurmann, Spurmann-Onkel, der repariert auch Felgen. Und wieder andere Jungs da, die kenne ich noch nicht. Da ist ja der Chef. Baba! Da ist der kleine süße Junge. Der ist immer gut drauf. Das ist Jantemir, oder? Auf jeden Fall repariert er hier auch Felgen. Haben wir euch schon mal, glaube ich, kurz gezeigt. Jetzt wollen wir mal gucken, dass sie unsere Felge ein bisschen richten. Tada. Das ist wohl die Richtmaschine. Also der Spurmann hier, der hat richtig gute. Ja, der Spurmann hier, der hat richtig gute Geräte, Schatz. Ich sag, der hat richtig gute Geräte, der Spurmann. Lass es hin. Der kleine Junge ist gut. Er sagt, ich soll da oben hin zeigen, um Werbung für seinen Papa zu machen. Auf jeden Fall. Die Jungs kommen gleich mit und holen die Felge und dann wird direkt attackiert heute. Wer hat das Schlüssel? Ein kleiner Willy. An dem Roller ist gar nichts mehr dran. Ich persönlich will sich das angucken, welche Felge schief ist. Schatz, aber wir wissen gar nicht rechts oder links, ne? Nein, ich will Chrom haben. Ein und dann ist ja komplett Chrom. Haben wir ein paar Chrom bei dir? Warte, ja, aber der ist ja viel Chrom. Er will die ja verchromen lassen. Ich will die gerne verchromen haben. Genau. Mehmet ist der Spurmann, kennt ihr, ne? Ja, ja. Aber er macht auch Felgen gerade. Also habe ich ihm erzählt. Genau, ne? Vorne rechts haben wir einen Felgenhöhenschlag. Genau, ich sag ja, aber wir wissen ja nicht rechts oder links, oder weißt vorne du das? Vorne rechts, dann gucken wir auch links. Die Zahlen, du kennst? So, die Kinder werden direkt hier. Jo, er weiß schon, wo hier alles ist. Der kleine Junge ist so witzig, der ist so süß. Also er weiß eigentlich, wie es funktioniert. Ja, okay, ist auch der Sohn. Jo. Also der kleine Junge weiß direkt, wo was ist. Er hat direkt zu tun. Die werden hier, wie gesagt, Mehmet will ja verchromen lassen, die Felgen. Und eine muss er richten. Ersatzreifen hatten wir ja mitgenommen gehabt. Deswegen kann er jetzt auch eine abnehmen und dann eben halt Ersatzreifen drauf. Schatz, wie alt ist der Kleine? Frag ihn mal. 12. Frag ihn jetzt bitte, wie alt er ist. Frag ihn, wie alt er ist. Ja, sagst du, ich will es aber von Ihnen hören, wie alt er ist. Weil der ist schon. Wo hast du das Auto gefunden, sagt er? Der Kleine ist immer wieder eingenommen. Aber siehst du, ich weiß, dass es hier geht. Ich war kurz drüben, ich sag, komm, hier, Felge schief. Bam, ist da. Ja, ja, und er will sich verchromen. Aber er selber verchromen nicht, oder, Schatz? Schatz, aber er selber verchromen nicht, ne? Nein, er erklärt das jetzt. Ah, okay. Ah. Jetzt streiten die sich drum, wer das wohl abmacht. Aber wo ist der Wagenheber? Erstmal. Schatz, hat Emra keinen Wagenheber? Hey, wir hätten Boschal.
Also ich finde das richtig gut. In einem Video haben das die Leute geschrieben, Kinderarbeit, aber absolut nicht. Also ich finde, das fördert die Jungs sogar, statt ständig irgendwo vorm Rechner, Playstation, Handy zu sitzen. Kleine Junge hat es leider nicht geschafft. Yes. Ich feiere die Kinder. Yes, schreibt er. Ich feiere die Kinder. Ja, die haben auch Spaß, das Mama, merkt man, Spaß, ne? Ey. Ja. Also, warum auch das machen die ganzen? Das ist schon klein, ne? Jetzt die Ersatzzeige, wenn man so guckt. Ja, was das für ein Riesending ist das. Warum sägt die Kuh hier mit? Hi! Der kleine Junge will die Felge jetzt eigenhändig rüberrollen. Ah, ob das schafft? Ja, der Größere macht's besser. Also ich gehe jetzt rüber. Der Junge hat uns gerade geholt. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie er die Felge richtet, weil die hat ja einen Höhenschlag. Deswegen. Da wird jetzt die Spureinstellung gemacht. Also vorne. Und da ist schon unsere Felge. Jetzt ungefähr, ich glaube, 4 Jahre. Also eigentlich direkt nachdem wir das Auto gekauft haben, hat er sich die Felgen geholt. Und eigentlich haben wir, ja, die nicht zerkratzt, Bordstein geküsst oder sonstiges. Aber durch irgendein Schlagloch hat die Felge einen Höhenschlag. Also er wird bestimmt ein richtiger Chef, der hier. Ist ja auch Junior-Chef. Das ist so süß eigentlich. Ich entdecke gerade ein Boot. Das wäre auch was für uns. Mehmet ist ja ein richtiger leidenschaftlicher Angler. Er will sich auch irgendwann mal ein Boot anschaffen. Aber es ist ein Ticken zu klein. Also zum Angeln ist das Boot hier zu klein. Aber großer Motor dran. Mehmet und Emre arbeiten hart weiter. Diese ganzen schwarzen haben die schon abgemacht. Das ist ja vorne der Grill und oben diese Lüftungsdinger haben die abgemacht. Aber warum lässt er es nicht ab? Er muss das doch eh lackieren. So, ich leg auch Hand mit an, Schatz. Ja, mach. Los. Geht das? Los, fähr. Hey, los. Tui will auch was sagen. Ich hab auch was getan. Ja, jetzt pass auf da. Ja. Hey. Ja, Tui hat jetzt auch was getan. Komm mal. Hey. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. Hey. Ja, Freunde, es ist wirklich heiß. Ich brenne. 40 Grad haben wir hier, ja. Schatz, aber ist das Spoiler? Ist der geklebt? Ja. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir den abkriegen, ja. Das wird ein bisschen schwer, ja. Ja. Aber viel haben wir abgebaut. Türleisten. Tui, die Lichter sind wieder an. Pack die scheiß Fernbedienung, sorry, ja. Hey, nein, pack die vorne in die Fernbedienung. Dann verlierst du die. So, liebe Freunde, ja, Rad ist ab, ist beim Felge gerade machen. Deswegen habe ich Reserve da drauf. Und, ja, keine Ahnung, Freunde, keine Ahnung. So, Tui, das war's, ne? Wir kommen morgen wieder.
Ja, willst du nicht eben rüberkommen? Ja, wir gehen noch. Ja, wir fahren da rüber, halten da kurz an. Ja. Okay. Tamam, dann machen wir das so. So, Freunde, Auto ist abgegeben. Wir müssen nach Istanbul auf jeden Fall den Sangaraj abholen. Und nächstes Video geht auf jeden Fall. Ich mache ein bisschen Merch. Auf jeden Fall Merch, Duftbäume, T-Shirts und ein paar andere Sachen. Dann sehen wir uns im nächsten Video in Istanbul. Küsst eure Herzen. Bleibt dran. Abonnieren nicht vergessen. Like nicht vergessen. Es geht weiter. Tschüss. Tschüss.